von einem armen Bauern, der in armen Verhältnissen lebt, zu einem Multimillionstars, der mit anderen Promis Videos dreht, sich Urlaube leisten kann oder sogar besser, die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Dies könnte die Geschichte eines Hollywood-Filmes sein. Ist es aber nicht. Denn der aus der Türkei stammende Yasin Cengiz wurde quasi über Nacht zu einem Multimillionstar. Und das nur, weil er mit seinem übergewichtigen Bauch gewackelt hat. Doch was steckt dahinter? Wie kam es dazu, dass er in so einer kurzen Zeit so viel Reichweite aufbauen konnte, den Kontakt zu so vielen Promis gewann? Und was war sein Geheimnis? Wenn du einen kleinen YouTuber-Mann von seiner Karriere unterstützen möchtest, würde ich mich über ein Abo freuen. Fangen wir mal vom Anfang an. Das erste Video, was man von Cengiz Çayan finden kann, ist das am 3. Mai 2021 hochgeladene Video auf der Plattform TikTok. Etwas, was sofort auffällt, sind seine Lebensumstände, die komplett anders sind. Während er heutzutage Jordan 4er Schuhe im Wert von 600 Euro trägt, trug er zu dem Zeitpunkt der Aufnahme seines ersten Videos ein zerrissenes T-Shirt, bei der die Risse zugenäht wurden, und Latschen, die mehr als nur abgenutzt aussehen. Dazu hat er ein geschätztes monatliches Einkommen von ca. 300 Euro, was ungefähr was die Hälfte von seinen Schuhen ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was aber gesagt werden muss, ist, dass ein Gehalt von 300 Euro in der Türkei als ausreichend zählt, man sich allerdings trotzdem nicht kleinere Luxusgegenstände wie zum Beispiel ein etwas teureres Auto oder sogar ein Haus leisten kann. Da der Skill-Dop-Dop-Typ ziemlich schnell populär wurde, kann man nur sagen, was die wichtigen Aspekte waren, weswegen er so schnell so populär wurde. Und zwar ist es seine Kreativität und seine Außergewöhnlichkeit. Wann sonst hast du einen übergewichtigen Mann auf einem Traktor in der Wüste einen Bauchtanz tanzen sehen, während sein Arbeitskollege neben ihm stand? Auch wenn er nach einer sehr kurzen Zeit ein Millionenpublikum bekam, lud er sehr unregelmäßig Videos hoch. Und wenn ich sage unregelmäßig, meine ich in Abständen von 2 Wochen oder sogar einem Monat. Was allerdings bedeutete, dass seine Videos immer kreativer und immer anders wurden. Mal war er auf einem Traktor und mal war er auf einer Hochzeit und führte einen Bauchtanz vor. An irgendeinem Tag veröffentlichte er wieder mal ein Video, was aber diesmal komplett durch die Decke ging. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Video mehr als 40 Millionen Aufrufe. Das ist die Hälfte von der Einwohnerzahl von Deutschland. Oh mein Gott! Das Video wurde so populär, dass er seine erste Kooperation hatte. Und die Kooperation war ein Video mit dem Chefkoch bzw. Star CZN Burak. Für die Leute, die nicht kennen, wer Burak ist einer der weltweit berühmtesten Köche der Welt, der mehrere Filialen in der Türkei, in Deutschland und sogar in Dubai hat. Dazu hatte er noch einige Kooperationen mit Autohäusern. Allerdings weiß ich nicht richtig, ob er die Autos ausgeliehen bekommen hat oder geschenkt bekommen hat. Auch wenn er hauptsächlich durch die Tänze viral ging, brachte ihn noch eine Sache zu seinem Erfolg, und zwar Glück. Während er nur selbst die außergewöhnlichen Tänze machte und von Tag zu Tag populärer wurde, machten Millionen von Menschen Stitches, Edits und Remixes von ihm. Dazu führten die Kooperationen, vor allem die mit CZN Burak, dazu, dass er mehr Aufmerksamkeit bekam. Sein berühmtestes Video ist sogar eine Kooperation mit einer Dönerkette. Wenn ich jetzt genauso überlege, müsst ihr euch mal in seine Lage versetzen. Im Mai 2022 war er noch ein ganz normaler Bauer in der Türkei und nicht mal 2 Monate später wurde er zu einem Internetstar, der Dubai-Reisen spendiert bekommen hat, sich mit Stars treffen konnte, also auch mit Fußballstars. Jetzt, 10 Monate später, hat er verdammt viel Geld gemacht, ist international bekannt und durfte sogar bei einem Musikvideo mitmachen. Leider weiß man nicht, wie viel er in seiner Karriere verdient hat. Allerdings könnte ich vermuten, dass es jetzt schon eine ordentliche Summe ist, mit der er die nächsten Jahre schon mal gesaved ist. Bevor das Video endet, würde ich mich als kleiner YouTuber übelst krass über ein Like oder sogar ein Abo freuen. Ich wünsche euch schöne Ostern und haut rein.